Da sind wir wieder zur zweiten Halbfinalpaarung und das nächste Derby für Fortuna Düsseldorf, nachdem sie ja eben schon die Kölner rausgeschmissen haben. Nun also die Partie gegen Borussia Mönchengladbach. Die Düsseldorfer mit der ersten Chance der Partie. Direkt mal Daniel Bunk, der Kapitän. Geht dann allerdings doch am Kasten vorbei. Düsseldorfer ja vorhin doch ziemlich deutlich den SV Werder Bremen rausgeschmissen aus dem Turnier mit 4:1. Das hatte man aufgrund der Leistung vorher nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber die Düsseldorfer damit bei ihrer ersten Turnierteilnahme mit der Chance direkt einmal ins Finale einzuziehen. Premiere ja in diesem Jahr und die haben auch in diesem Spiel die ersten Möglichkeiten. Schon wieder gerade der Abschluss von Enis Yilmaz diesmal. Kommen auch schon wieder Bunk ist es da im Zentrum. Starke Parade ja gerade, diesmal vom anderen Keeper von Borussia Mönchengladbach. Linus Wirth wieder zwischen den Pfosten, nachdem Matt Temitz gut gespielt hatte in den letzten Partien. Diesmal wieder der andere Keeper auf der Platte. Und auch für die Gladbacher wäre es ja eine Premiere. Auch die Jungfohlen hier beim Freeway Cup noch nie im Finale gewesen. Also haben wir auf jeden Fall einen Premierenfinalisten gleich hier. Jetzt vielleicht die Möglichkeit für die Düsseldorfer, aber zu ungefährlich. Ja, aber habe ich noch mal ein Auge, beziehungsweise ich stelle mich ab. Ja, wie rauskriegen Sie unseren Freien, wie das läuft? Wieder Düsseldorf. Die Gladbacher haben hier ein bisschen Probleme in die Partie zu kommen. Versuchen das jetzt hier über die körperliche Härte irgendwie zu schaffen. Ist eine Möglichkeit für die Düsseldorfer im Fallen da. Aber erstmal geklärt von den Gladbachern. Versuchen das Spiel jetzt mal mit dem Schnellpass in die Spitze zu eröffnen. Schaffen sie nicht. Technisch stark gemacht da jetzt. Und aber auch kein Erfolg. Den Keeper. Der Spielaufbau. Also wir hatten eben ja schon ein sehr, sehr umkämpftes Halbfinale. Was nicht unbedingt hochklassig war. Da können wir uns hier bisher zumindest, glaube ich, ganz gut anschließen.
Gladbach mal unsortiert. Jetzt die Möglichkeit. Pfostentreffer für Fortuna Düsseldorf. Konter läuft. Aber dann gar nicht gut gespielt. Lennart Wagemann war es für die Düsseldorfer, der da eben den Pfosten traf. Sie kommen schon wieder. Geht ein Spieler zu Boden, allerdings nicht gepfiffen. Deshalb jetzt auf der anderen Seite vielleicht mal die Überzahl. Abschlussmöglichkeit. Geht da knapp am Pfosten vorbei. Mittlerweile kommen die Gladbacher mal so ein bisschen. Haben es geschafft, über ihre Zweikämpfe in die Partie zu kommen. Ist auch mit den ersten Offensivaktionen mal Früchte getragen, hat das allerdings noch nicht. Überzahlspiel jetzt. Wenn schnell geht, Abschlussmöglichkeit vom Hühnen. Von Jubes Muatiba Ticha. Der hier die Chance hatte, aber Linus Wirt ist eben zur Stelle. Geht da hinten mal in der Ecke. Zur Sache mit der Hacke allerdings dann. Kein Kapital daraus geschlagen. Und deshalb wieder der Ballbesitz für die Fortuna. Aber dann auch auf ihrer Seite schlampig gespielt. Justin Francis. Dann mit dem Foulspieler an der Bande auch für der Mittellinie. Und somit gibt es den Freistoß für Borussia Mönchengladbach. Kurz ausgeführt. Linus Wirt versucht's mal. Geht dann allerdings doch ein gutes Stück am Kasten vorbei. Aber manchmal entwickeln sich ja auch daraus große Tormöglichkeiten, weil die eben unberechenbar sind. Da muss man vom Kopf ganz schnell da sein als Verteidiger, wenn die Bälle von der Bande zurückspringen. Möglichkeit jetzt! Und der Treffer! Die Führung für die Gladbacher. Isan Karakilic mit der Nummer 3 trifft zur Führung für die Jungfohlen. 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Hatte sich in den letzten Minuten so ein bisschen angedeutet. Immer besser in der Partie. Düsseldorf immer mal wieder hinten eingeschnürt. Und jetzt eben der 1:0 Führungstreffer. Fast direkt das zweite hinterher. Aber dann beim Abpraller. Timo Piel nicht schnell genug. Kann nicht mehr schnell genug reagieren. Also bisher weiter die Gladbacher in diesem Rhein-Derby, die die Oberhand behalten. Mit 1:0 in Führung. Nächste Möglichkeit. Und da ist das 2:0. Da ist das 2:0 für die Gladbacher. David Igboanugo. Wir sehen was nochmal. Angenommen und dann mit der Seite ganz überlegt. Martin Fu ist zwar noch dran, aber keine Abwehrchance. Und dann schlägt der Ball da hinten im langen Eck ein. 2:0 also für Borussia Mönchengladbach. 6 Minuten sind hier noch zu gehen. Das Brett wird dicker, was die Düsseldorfer hier bohren müssten, wenn sie hier ins Finale einziehen wollen. Wieder die Gladbacher jetzt da an der Bande. Harter Zweikampf. Jetzt vielleicht mal die Düsseldorfer. Gute Möglichkeit.
liegt der Kapitän Daniel Bunk. Den Ball aber am langen Pfosten vorbei und auf der Gegenseite die Gladbacher. Eiskalt! Die Gladbacher eiskalt. Ein Hauch von Vorentscheidung in diesem zweiten Halbfinale. Florian Berisha mit dem 3:0 für die Gladbacher. Hier sehen wir es nochmal. Geht am ersten vorbei. Doppelpass mit der Bande. Nochmal die kurze Annahme. Und dann kommt der Verteidiger zu spät, kann den Ball nicht mehr von der Linie kratzen. Gladbach also vor ihrem ersten Finaleinzug. Nächster Ball. Fu nochmal die Möglichkeit. Und dann geht der Ball ins Tor aus. Gute Möglichkeit dafür, die Gladbacher. Nicht abgepfiffen hier jetzt, also das 2 gegen 1 vor dem Keeper. Ganz schlampig gespielt. Fu springt da in diesen Querpass hinein und kommt da mit den Fingerspitzen ran. Stark gemacht vom Schlussmann der Düsseldorfer. Aber im Normalfall machen Mannschaften auf diesem Niveau das natürlich besser. Querpass nicht optimal gewesen, trotzdem wollen wir die Aktion von Wu natürlich nicht schmälern. Düsseldorfer versuchen es dann auch mal über die Bande. Aber Linus Wirth ist dann auch zur Stelle. Lässt da nichts anbrennen. Wieder Gladbach. Nächste Möglichkeit. Wehrmann abgelegt, schlecht abgelegt. Und dann das Foulspiel. Das taktische Foul. Und da bindet damit den Konter. Ball lag hier noch nicht richtig. Richtige Entscheidung, genau. Muss zurückgepfiffen werden. Hier nochmal das taktische Foul. Gut gemacht. Verhindert damit das schnelle Umschalten und somit eine vermeintliche Möglichkeit für die Düsseldorfer. Zu der kommen sie aber jetzt. Ball geht da knapp am Pfosten vorbei. Kommt vielleicht nochmal Feuer in die Partie. Quergelegt Möglichkeit. Riesenchance für die Düsseldorfer. Aber Rückenlage da von Enes Yilmaz. Und somit geht der Ball in die zweite Etage. Geht über den Kasten. Somit bleibt es hier beim 3:0. Etwas mehr als 2 Minuten vor dem Ende. Aber Düsseldorf macht jetzt nochmal Alarm. Nächster Abschluss. Wieder drüber. Die Gladbacher haben einfach eine starke Phase richtig, richtig gut ausgenutzt. Wenn Düsseldorf das hier etwas länger in dieser Intensität auf die Platte bringt, bin ich mir ziemlich sicher, dass das hier noch anders stehen würde. Wieder Daniel Bunk, der Kapitän, der an Linus Wirth scheitert. Bin ich mal gespannt, was die Gladbacher dann in einem vermeintlichen Finale machen. Ob sie dann mehr Temitz oder Linus Wirth zwischen den Pfosten stehen. Haben ja beide gut gespielt bei diesem Turnier. Ich erinnere nochmal an Temitz im Spiel gegen Arminia Bielefeld. Richtig, richtig viele Chancen vereitelt, immer zur Stelle gewesen. Während seine Männer vor ihm hier gerade das 4:0 machen und die endgültige Entscheidung. Erst schlecht gespielt eigentlich, der zweite Ball landet dann aber doch bei den Jungfohlen. Und dann ist es wieder Florian Berisha, der hier auf 4:0 stellt. Wir gehen in die letzte Spielminute. Und wir fragen uns nur noch, mit welchem Ergebnis, in welcher Höhe Borussia Mönchengladbach hier dieses Halbfinale für sich entscheidet. Dass sie hier in das Finale einziehen, das steht außer Frage. Starke Leistung, damit also zum ersten Mal in ihrer Freeway Cup Geschichte. Bei der 8. Teilnahme im Finale spielt zum ersten Mal um den Titel. Schade für die Düsseldorfer bei ihrer Premiere. Ihm bleibt gleich noch das Spiel um Platz 3 gegen den VfB Stuttgart. Im Anschluss sehen wir gleich nochmal die Cosmic Artists. Zwischen den beiden Spielen, zwischen dem Spiel um Platz 3 und dem Finale. Gleich sehen wir erstmal Müller auf der Platte. Also kleine Unterbrechung für die Düsseldorfer. Können einmal durchschnaufen. Jetzt nochmal den Ball in der Offensive. Bei Verlust. 10 Sekunden auf der Uhr noch.
Und dann ist es aus. Borussia Mönchengladbach zieht ins Finale ein gegen Hertha BSC Berlin.